Hallo, wir kommen aus Guadalajara und werden Ihnen über die schöne Stadt erzählen. Guadalajara bedeutet Fluss des Wiesensteine Fließt. Es ist die dritte große Stadt in Mexiko und hat 4.750.000 Einwohner. Es gehört zusammen mit 8 anderen Gemeinden zur Metropolregion Guadalajara. Das Essen von hier ist lecker, zum Beispiel Tortas Ahogadas, Jamaica Basa, Birria, Pozole, Carmen su Jugo, Tequila. Eines der schönsten Dinge sind seine Denkmäler und Gebäude. Die Kathedrale von Guadalajara ist eines der repräsentativsten Gebäude der Stadt. Wegen ihrer Türme und neugotischen Türme und wegen ihrer schönen Geschichte. Das Hospicio Cabañas ist einer der größten und ältesten Krankenhauskomplexe in Amerika. Die Internationale Buschmesse ist eine jährliche Veranstaltung, eine der wichtigsten in Guadalajara auf dem Gebiet der Literatur. Das Pantheon de Belén befindet sich in Guadalajara und ist der Ort, an dem mehrere historische Persönlichkeiten begraben sind. Die Legende des Vampirs in Pantheon de Belén gibt es eine Legende über einen Vampir, der vor vielen Jahren enttäuscht und begraben wurde. Auf dem ein Baumbusch. Es heißt, wenn der Baum gefällt wird, wird der Vampir auf den Suche nach Rache zurückkehren. Teatro Degollado ist der Hauptsitz des Jalisco Philharmonic Orchestra. Es gilt als das Wichtigste in der Geschichte von Jalisco. Es hat einen neoklassizistischen Stil und ist das am besten erhaltene in Lateinamerika. Die Minerva ist ein repräsentatives Denkmal in der Stadt. Es ist das zweitgrößte Wohnen in der Stadt. Die Statue ist eine römische Göttin mit indigenen Merkmalen. Der damalige Gouverneur befahl, es zu bauen, um die Stadt symbolisch zu bewachen. Tlaquepaque ist ein Stadtteil von Guadalajara, welches für sein traditionelles Handwerk bekannt ist. Einige der Kunsthandwerke, die hier zu finden sind, sind Textilien, Skulpturen und mundgeblasenes Glas. Guadalajara ist eine der schönsten Städte in ganz Mexiko. Worauf warten Sie noch?